Ja, meine gute Frau, meine teuerste Frau, meine hübscheste Frau, meine einzige Frau hat den Akku nicht geladen. So, jetzt rennen wir heute rum hier mit dieser kleinen Kamera mit wenig Ladekapazität und müssen kurze, prägnante Videos machen. Das machen wir jetzt. Guten Morgen erstmal. Es ist schon gar nicht mehr morgen, es ist gleich mittags. Ich war also beim Trödler, habe was gekauft. Was habe ich gekauft? Ich habe was gekauft. Ich habe was gekauft heute. Zeige euch, das ist fantastisch. Das werdet ihr nicht glauben. So unglaublich quasi. Es ist wirklich, es ist... Ach. Nirgendwo werdet ihr sowas noch finden, außer bei Tommy. Und zwar, pass auf, jetzt kommt's. Also muss man ja wirklich ankündigen. Was? Nicht begeistert? Nochmal? Nee? Ja, es ist einfach nur ein Stück Schneiderblei. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Schneiderblei, heute vielleicht nicht mehr so bekannt, aber wurde halt früher gerne benutzt, auf hellen Stoffen zum Markieren der Linien. Schneiderkreide für dunkle Stoffe, Schneiderblei für helle Stoffe. Das Interessante oder das Schöne daran ist, das ist halt wirklich nur noch was für Sammler mittlerweile wahrscheinlich. Es ist unbenutzt und es ist halt von Johann Faber und man hat diese Originalwerbung hier oben drauf noch, also diesen Originalgriffstück. Und das ist nicht schlecht. Johann Faber Schneiderblei Nummer 1157 und dann hat man hinten drauf Berliner Schneider Akademie von Rudolf Maurer, Inhaber Alfred Maurer. Vielleicht druck wieder so, ja. Berlin W8, Friedrichstraße 65a. So ein interessantes Stück. Ja, einfach nur für Sammler oder für ein Schneidergeschäft, wenn es noch eins gibt oder so, an die Vitrine. Oh, ich weiß ja nicht mehr, ob man sowas noch benutzt. Wahrscheinlich benutzt man sowas sogar noch. Ja, das war das Einzige. Aber ich fand es schön, ich habe es da liegen sehen, habe gesagt, das muss ich mitnehmen. Schneiderblei. Also nichts Dramatisches. Und wieder mal ein paar Federn, Kalligrafiefedern. Die habe ich auch noch gekauft, aber das ist ja für Malis. Die mag Kalligrafiefedern. Wenn man sie so kauft, neu kauft, sind die unheimlich teuer. Teile kosten richtig Geld. Ornament 500, Brause und so weiter. Also hier so eine kleine Kiste voll. Auch nicht besonders. Aber Malis freut sich über sowas. Ich schätze mal, wenn man die jetzt kauft in neu, kosten die Fuffi. Ungefähr die Dinger. Deswegen immer in Trödelmärkten, Trödelläden gucken. Reinigen muss man sie halt und dann geht das los. Okay, alles klar. Das war's für jetzt. Also bis später. Ciao. Ja, meine Schnäppchen vom Trödler heute. Osram Glühbirnen made in Germanien. Und ein bisschen China. Die Energiesparlampe ist China. Ja, 7 Euro die ganze Backung. So, jetzt kann ich mich auf alle Fälle wieder auf ein erleuchtetes Leben freuen. Es ist schon wieder abends und wir fahren zum Bauhaus. Ich hab hier einen Quetschi. Ein Quetschi hast du dabei? Ja, für dich. Luke ist dabei, Lumen ist dabei, der Quetschi ist dabei. Dein Quetschis. Und dein Riegel. Bauhaus. So, Holz haben wir auf alle Fälle. Jetzt kleines Holz. Kleines Holz. Ich kann... Wie mir das widerstrebt, sowas zu kaufen, ey, ist unglaublich. Zusammen mit verkackerte China-Müll. Aber wir haben nicht die Kleine. Oh, was hier? Ich nehme eine Schublade. Einmal so eine kleine. Ich nehme das da. Für mein Portemonnaie. So, Papa. Das ist blau. Das für mein Portemonnaie. Hier tue ich meine Sachen rein, die ich schön finde und bastel. In der Schule. Und die Schublade brauche ich noch für was. Schublade haben wir noch zu Hause. Für was. Aber ich nehme nicht meine so eine kleine da. Okay, darf ich auch noch eine Sache? Kannst du auch so eine? Ja. Und mein Portemonnaie. Da wollt ihr denn die kleinen Kisten nicht haben? Wollt ihr die haben? Ich möchte auf jeden Fall beide. Eieiei, ja, richtig teuer hier. Euch einkaufen zu gehen ist ja eine Katastrophe. Warum? Naja, das kostet richtig Geld. Für Schnicki-Schnack. Nein, ich brauche das nicht. Schnicki-Schnack. Ui, Anu. Willst du selber scannen? Auch noch. Eieiei. Auf den drücken bitte. Und erstmal scannen. Du weißt, wie das geht.
Na dann, gucken wir mal, ob ihr wisst, wie das geht. Ja, richtig. Eben. Kann man so ausstellen. Auch richtig. Ja, eben. Einmal drücken. Sehr gut. Sehr gut. Fantastisch. Ei, 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 ei. Von Beides gibt man immer ein. Papa, ich mache einen Stuhl. Der Stuhl. Ja, ich weiß, dass du in die Böse. Wieder zu Hause. Die Kinder haben ihr Holz bekommen zum Basteln. Abstrakte Komposition. Ach, guck mal, die kriegen Gesichter. Das ist ja cool. Ja, es ist eine Katastrophe. Also, ich ziehe um. Und zwar, ich verkleinere mich. Ich gehe in die Abstellkammer. Geht so nicht. Also ist ja. Oh, ist das fettig. Das sieht man ja gar nicht. Wer hat denn den in der Hand gehabt? Also, ich verziehe mich in die Abstellkammer, nämlich, was heißt Abstellkammer? Wir haben ja hier so einen begehbaren Kleiderschrank, habe ich ja hier mal gebaut. Der ist natürlich total voll jetzt hier, aber so was habe ich mal gebaut, begehbaren Kleiderschrank. Und da habe ich mir jetzt gerade hier hinten so eine Ecke gebaut, das sieht man natürlich jetzt gar nicht. Aber ich muss einen Arbeitsplatz haben, wo ich ein bisschen Ruhe habe. Ich komme nicht vorwärts, ich kann meine Videos nicht bearbeiten. Papi nicht, ja nicht, überhaupt nicht. Papi muss jetzt den Computer anschließen. So, ich richte das mal ein. Ihr könnt ja mal mit zugucken. Das dauert lange, auf alle Fälle. Oh Mann, ich kann eine LAN-Verbindung ziehen müssen, ey. Keine Internetverbindung. Ja, krieg die Krise. Das war das, was ich befürchtet habe. Ich habe keine Internetverbindung. Jo, liebe Leute, so, da bin ich wieder. Ich bin jetzt hier in quasi, habe ich mir ein kleines Studio eingerichtet. Es ist wirklich super klein, super eng und eigentlich ist es die Wäschekammer. Ich muss abends immer schneiden, nachts immer schneiden. Deswegen bin ich jetzt, habe ich mich kurz entschlossen dazu, in die Wäschekammer umzuziehen. Da war ich vorhin im Bauhaus, habt ihr ja gesehen, habe ein paar Bretter geholt, habe mir einfach hier ein Brett drin gezaubert. Ganz einfach, ganz simpel. Den Computer Monitor aufgestellt, das Ganze hier ein bisschen abgesteift. Da unten steht der Computer, oh, der rennt wie Hulle. Ja, alles noch ein bisschen improvisiert hier auf alle Fälle. Hier ist die Wäsche, da sind die Wäscheberge, die noch zu waschen sind. Und da ist der Tommy, ja, hi, hallo. Ja, so sieht das aus, die ganze. Und da oben schläft er auch noch. Also im Grunde genommen ist das eine totale Einzimmerwohnung in Tokio. Die sehen ungefähr so aus. Das sind so Multiräume. Fehlt nur noch die kleine herausklappbare Duschanstalt sozusagen. Eine kleine Duschtasse, die man ausklappen kann. Und dann. Und eine Toilette natürlich gleich vom Rindkacken. Das fehlt hier noch. Kriegt man hier aber auch noch bequem unter vom Platz her. Multifunktionsraum. So habe ich den damals auch geplant. Aber dass ich noch ein Arbeitszimmer hier draus mache. Dass das hier noch mit drin kommt, das war nicht geplant. Naja, so ist es. Jetzt habe ich es. Ich verabschiede mich auf alle Fälle bis morgen. Vielleicht gibt es morgen wieder ein bisschen mehr zu sehen. Müssen wir mal schauen. So ist halt das Leben. Ja, so ist es halt. Nicht immer Halligalli, Halligalli. Manchmal eben auch wenig zu tun. Eins gibt es vielleicht noch zu sagen. Der Herr hat sein Rad abgeholt mit der Sattelstütze, die festgerottet war, und er hat sich sehr, sehr, sehr gefreut. Ja, also er war total zufrieden. Das wird morgen auch dann verschickt und bekommt eine 12-jährige als Geburtstagsgeschenk. Wohl, darf ich da, ja, muss man sagen.
Das ist total cool. Damit schließe ich die Akte. Werde jetzt schneiden. Also bis morgen. Bis dann. Ciao. Wir sehen uns. Und denkt dran, immer fleißig abonnieren, falls ihr jetzt zum ersten Mal den Scheiß hier seht. Denn es kommen auch wieder interessantere Sachen. In Anführungsstrichen, weil für den einen ist das interessant, für den anderen ist das interessant. Sollte man ja mittlerweile wissen. Der Kanal zeigt einfach schlicht und ergreifend das Leben des Tommy und seiner Family und seinen Freunden. Ja.